Moin, moin, meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origins. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir springen hier mal runter. Und gucken mal, was wir hier finden. Und tatsächlich finden wir hier... Oh doch, einen Durchgang finden wir hier. Krokodilmumien. Babykrokodile mumifiziert zu Ehren des Krokodilgottes Sobek. Diese vergessenen Kinder von Sobek wurden in Tiefen irgendwas... Ich habe nicht so viel Zeit, Leute. Müsst ihr selbst nachlesen einmal. Okay, hier können wir auftauchen. Hier wollen wir nicht auftauchen. Eine Menge Krokodile hier. Okay. Hier geht's noch weiter. So langsam geht mir die Luft aus. Nee. Kommt schon Luft irgendwo. Nee. Das ist aber schlecht. Das ist jetzt ganz schlecht. Alter, kriege ich Damage. Oh no. Oh no. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Holy meine Güte, war das knapp. Eigentlich war das schon deutlich zu knapp, muss man ja sagen. Okay, wir sind wieder an der Oberfläche auf jeden Fall. Na komm, wir gehen einfach mal direkt zum Fragezeichen hin und gucken, ob wir da den Eingang finden zum... Dingenskirchen hier. Ah, da sieht's doch so aus. Grabkammer, ich komme. Aua, das tat weh. Grab mal von Amenehet. Ja, was haben wir denn hier alles? Okay. Ah, hier geht's hoch. Drachmen. Ich weiß immer noch nicht, wie man durch diese Dinger hoch. Wobei, kann ich diese so abfackeln? Kann ich. Aua. Ja, und ich fackel mich auch so selbst ab. Das muss ich reparieren. Aua.
Scheiße. So sagt man aber nicht bei Jack. Was haben wir denn hier? Interagieren. Warnung an arglose Reisende. Brecht dieses Segel nicht, sonst wird der Sand der Zeit euch verschlingen. Papperlapapp, würde ich sagen. Okay, hier steht nochmal selbiges. So. Mach auf hier und zeig mir, was hinter dem Tor liegt. Hallo. Lasse jene im Bild von ihm in das heilige Becken am dritten Mond nach der Flut. Das Ritual muss 3 Tage andauern, um Sobek zu ehren. Grün sein Schmuck, wachsam sein Gesicht, erhoben die Brauen. Der Tobende, der aus dem Schenkel und Schweif des Großen entstand, der im Sonnenschein ist. Ehre sie mit Bullen, huldige ihn, bete sie an, denn sie sind seine Diener auf den Schlammbänken. Okay. Gar nicht mal so schwach. Für meinen schweren Ledervorrat ist es auf jeden Fall optimal gerade. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich nicht gerade die Diener des Sobek töte. So, da kam ich her. Da hätte es weitergehen können. Da ist aber zu. Warum kriege ich hier Pfeile? Na dann, erforschen wir mal weiter. Moment. Nee. Ich dachte eben gerade, hier war ich doch vorhin schon, aber dem ist nicht so. Ist gar nicht mal so viel. Ah, hier geht's noch weiter nach unten. Okay. Und jetzt ist nochmal die Frage, aus welcher Richtung kam ich? Verdammt. Nee, genau, ich kam von hier, konnte da hoch. Und dementsprechend muss ich hier dann jetzt runter.
Oh Gott. Okay. Dann noch einmal kurz zurück, um Luft zu holen. So. Und wieder nach unten. Ist die Tafel? Da ist die Tafel, die wir suchen. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Sehr schön. Neue Fähigkeitenpunkt. Damit haben wir 3. Das heißt, wir können jetzt die Attentatsserie freischalten. Das finde ich ziemlich cool. Ups. Jawohl. Gib her. Das Kettenattentat. So, hier ist es überall so hell beleuchtet. Ich komme hier nirgends raus. Verdammt, warum ist denn hier kein Ausgang? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, da wäre jetzt auch ein Ausgang. Oder war da unten rechts rum noch ein Ausgang? Ne, da war nur ein Schatz, ne? Komm, jetzt sag mal nicht, ich muss den ganzen Tempel zurücklatschen. Da habe ich eigentlich keinen Nerv drauf. Ah, nee, hier geht's raus. Hallo. Amenemhet III. Erhebt sich als Sobek, Sohn der Nate. Er frisst mit dem Mund, uriniert und korpuliert mit seinem Phallus. Er ist der Herr des Samens, der Männer ihre Ehefrauen entreißt. Wo immer Amenemhet, meine Güte, will entsprechend dem Verlangen seines Herzens. Na, komm. Kohlenstoffkristall. Wichtig. Siken mit den vorstehenden Zehen, Plünderer des schwarzen Sandes und Verwüster der Welse. Priester Pehen führt ihn durch das Wadi. Muss ich über die Götterstatue klettern, damit das mal nicht gotteslästerisch ist. Okay. Gut, sonst ist hier scheinbar nichts weiter. Dann gucken wir mal. Wo wir hier rauskommen. Okay, einfach aus einer Grabkammer. Bisschen weiter im Westen. Gut. Eieiei. Oh. Na denn. Hier sollten wir uns mit Stufe 30 bis 33 aufhalten. Wir sind Stufe 29. Dass wir auch jetzt immer chronisch unterlevelig unterwegs sein müssen. 8 Kilometer, wo müssen wir denn hin? Heraklion.
Where the fuck ist Heraklion? Ach du meine Güte. Das ist schon wieder ein komplett neues Gebiet. Na dann mal ab zu Apollodoros, würde ich sagen. Aber wir haben tatsächlich gar nicht mehr so viel unaufgedeckt von der Karte. Also so unendlich viel kann bei dem Spiel eigentlich nicht mehr kommen. Wenn man sich das mal anguckt. Also hier haben wir schon einen großen Teil aufgedeckt. Okay, andererseits, doch, hier ist schon noch einiges. Ja, gut. Ja, gut, gut, kommt vielleicht auch noch ein bisschen was. Prüfung des Sobek. Dafür haben wir nur noch 2 Tage Zeit. Aber ist die Prüfung des Sobek nicht... Eine für Stufe 40. EP. Alter Vater. Gut, liebe Leute, dann brechen wir nochmal ein Stück auf Richtung Herakleon. Entschuldigung. Straße folgen nicht verfügbar. Alles klar. Wow. Wir müssen. Frechheit. Können wir nicht. Aber bei was wird? Hoppala. Sorry. Erstmal shoppen wir ja nochmal ein bisschen. Kommst du zum Handeln? Ja. Denn ich möchte erstmal allen möglichen Scheiß verkaufen. Ist gut. Das gibt leider nicht so viel Geld. Ja, und dann wollen wir mal durchverticken. Ist gut. Heresie ist shit. Shedit? Rie, geh manju. Ist gut. So, sind wir wieder mal ein bisschen an Gold gekommen. Ein paar Drachmen. Ist gut. Wir nehmen auch die restlichen Materialien hier wieder mit. Auch wenn wir dadurch dann quasi schon wieder arm sind. Dann leb wohl. So, und da wollen wir jetzt gen Osten. Einmal kurz nochmal abchecken. Da ist eine Stufe. Kommt, Stufe 22er Philakis, gegen den will ich jetzt antreten. Come at me, bra. Wo muss ich dafür lang? Hauptstraße folgen. Okay. Gib den Weg frei! Göttern, was soll der Unfug? Da vorne ist er. Dass hier aber auch so unendlich viele Wachen jetzt schon wieder sein müssen. Hallo, Kollege. Ja. Haut rein, Jungs! Deine Zeit ist um! Das war alles? Oh ne. Nee, warte mal. Ich glaube, ich muss seinen Tod noch bestätigen. Oh. Yeah.
Nee, das wollte ich gar nicht. Aua. Wo? Wo? What the fuck? Da ist er. Das wirst du büßen. Lass mich mal kurz. Eine legendäre Waffe, ein Questgegenstand. Beute der Philakis. Noch einer. Ja, jetzt komm her hier. Aua. Hab dich! So, gehen wir hier auf den Keks hier. Bayek von Siva bezeichnet sich als Magi. Wird gesucht wegen Verbrechen gegen die Herrschaft unseres glorreichen Pharao. Ein Befehl, mich zu töten. Die Kopfgeldjäger müssen vor mir sterben. Ja, es gibt 10 Philakis. Niedrigster Stufe 20, höchster scheinbar Stufe 40. Das heißt, demnächst gehen wir nochmal nach Alexandria und suchen den da auf. Warte mal. Das machen wir nochmal schnell. Wenn wir schon hier sind. Ja, ich weiß, da sind jetzt ein paar Fälle, die ich habe flöten gehen lassen. Komm, hoch da. Ups, nochmal ein Aussichtspunkt, nochmal ein bisschen Free XP. Okay. Aber damit war zu rechnen, dass ich eine Mission kriege, dass ich alle Philakis töten soll. Verlockung des Ruhms, Nebenquest. Dämonen in der Wüste ist auch eine Nebenquest. Oh, wir haben ein paar Quests, für die wir noch zu low gelevelt sind auf jeden Fall. Wir müssen mal gucken, wie wir das wieder ausgleichen. Beziehungsweise wann wir auf einem hoch genügenden Level sind, um die dann mal zu machen. Denn die reizt mich ja doch schon. In 4000 Leveln haben wir, 4000 XP haben wir dann auch Level 30 schon. Also das ist auch schon beachtlich. Wir haben hier noch diverseste Papyrus-Rätsel. Ein paar Questgegenstände. Ja, das ist hier das Attentatsding. Die Puppe. Brief von Arya. Ja, gut, liebe Leute. Es wartet noch einiges auf uns. Ich hoffe, ihr habt noch Spaß dran. Ich auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dann und haut rein. Bis die Tage. Ciao, ciao.